Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag im Rahmen der Abendsprechstunde der Mainpost Akademie heute begrüßen. Das Thema unseres Vortrages ist Klingeln in den Ohren, Neues und Bewährtes zu Tinnitus. Mein Name ist Kristen Raag, aber zunächst möchte ich meine Co-Referentin Frau Lee kurz vorstellen. Frau Lee ist Diplompsychologin und betreut bei uns in der Klinik Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und Erwachsene mit Stimmstörungen. Darüber hinaus ist sie auch sehr erfahren in der psychologischen Behandlung von Patienten mit Hörstörungen und Tinnitus. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie zugestimmt hat, mit mir zusammen den heutigen Vortrag zu halten und uns aus ihrer Sicht zum Thema Tinnitus zu berichten. Ich selbst bin Oberarzt der Klinik und Leiter des Bereiches Hörprothetik und implantierbare Hörsysteme am Comprehensive Hearing Center. Meine klinischen Schwerpunkte sind alle Erkrankungen des Ohres und daher beschäftige ich mich auch mit dem Krankheitsbild Tinnitus. Zunächst möchte ich mich in unseren beiden Namen ganz herzlichst bei der Mainpost Akademie für die Einladung bedanken und Frau Nelkenstock, der Selbsthilfebeauftragten des Universitätsklinikums, für die Organisation. Von Ihrer Seite sind sehr viele Fragen zur Thematik eingegangen. Wir haben versucht, die meisten Fragen in unserem Vortrag zu adressieren, aber gerne beantworten wir am Ende noch weitere offene Fragen. Eigentlich waren zwei Vorträge angekündigt gewesen, aber da beim Thema Tinnitus die Psychologie und die Medizin so eng verknüpft sind, haben wir einen Vortrag vorbereitet und werden uns abwechseln. Ich hoffe, dass wir Ihnen hiermit einen guten Überblick zur Thematik geben können und Ihnen Ihre Fragen beantworten werden. Nochmal vielen Dank für die Vorstellung und auch von meiner Seite nochmal für die Einladung der Mainakademie, meine Erfahrung als Psychologin mit den Tinnituspatienten hier zu teilen. Die große Zahl der Anmeldungen heute bestätigt, dass Tinnitus nach wie vor ein ganz brandaktuelles Thema ist, wohl aber auch wohl deswegen, weil immer noch viele Unklarheiten bestehen. Zu den Fragen, die auch hier schon eingegangen sind, versuchen wir hier mit unserem Vortrag zu beantworten. So, unsere erste Folie oder die erste Präsentation ist mit Volkskrankheit Tinnitus bezeichnet. Also die einleitenden Worte. Tinnitus wird als Volkskrankheit, kann man wohl so sehen, weil es, glaube ich, dieses Phänomen gibt, seit es die Menschen gibt. Die erste Beschreibung über einen Tinnitus findet sich schon im 7. Jahrhundert vor Christus, wird auf der ganzen Welt beschrieben, auch heutzutage. Der Name Tinnitus wurde von dem Herrn Plinius dem Älteren, 23 bis 79 nach Christus, schon mal aufgezeichnet und leitet sich ab von dem lateinischen Wort tinnire, klingeln, so wie auch unser Titelthema. Volkskrankheit kann man es aber auch deshalb bezeichnen, weil nicht nur seit langem und schon immer, sondern weil einfach sehr viele Betroffene mit diesem Problem beschäftigt sind. Man sieht hier eine Zahl in dieser Grafik aus der Tinnitus-Studie der Deutschen Tinnitusliga aus dem Jahr 1998, ist aber relativ stabil, dass ungefähr 10-15% der Bevölkerung an Tinnitus leiden oder betroffen sind. Aber nicht alle Menschen, die betroffen sind durch den Tinnitus, leiden tatsächlich unter dem Tinnitus selber, sondern einige kommen damit gut zurecht. Man sieht hier in diesem blauen Feld, das sind zwei hellblaue und dunkelblaue Felder. Das sind Felder, die Patienten beschreiben, die sehr wenig unter diesem Tinnitus leiden und sich darunter gestört fühlen. Die orangenen Felder, das gelbe Feld hier, das sind Patienten, die nur leicht und mittelgradig sich durch den Tinnitus gestört fühlen. Und je röter die Felder werden, desto mehr Patienten kommen mit diesem Ton oder mit diesem Ohrgeräusch gar nicht mehr zurecht. Im Zusammenfass kann man hier also sehen, dass zwar viele Menschen von dem Ohrgeräusch betroffen sind, aber die wenigsten, zum Glück, die wenigsten leiden tatsächlich unter diesem Phänomen. Wie kommt es jetzt zu dem Tinnitus an sich überhaupt? Um das besser erklären zu können, muss man sehen, dass Tinnitus keine Krankheit in dem Sinne ist, sondern nur ein Symptom oder eine Wahrnehmungsstörung des Hörens. Die Bedeutung des Hörens war im Laufe unseres Lebens und der Entwicklung einfach überlebenswichtig. Und wenn man sich vorstellt, dass das Hören das erste vollständig ausgebildete Sinnesorgan ist, es auch das allerempfindlichste Sinnesorgan ist, das wir haben,
Und die Besonderheit von Hören ist auch, dass es im Prinzip ungeschützt, ununterbrochen in Arbeit ist. Also anders als die Augen, wir schließen unsere Augen, werden die Augen geschützt. Die Ohren stehen also immer offen zur Verfügung, was in den letzten Jahren der Industrialisierung natürlich auch zu Problemen geführt hat, weil eine Überreizung stattfand und dadurch das Hörsystem natürlich oft überlastet werden kann, was zu einer Hörminderung kommt. Aber jetzt nochmal zum Hören als wichtige Funktion. Warum ist unser Hören eigentlich so ausgebildet? Denn das Hören an sich hat die Funktion, dass es uns vor Gefahren warnen sollte. Also egal, ob wir schlafen oder wach sind, das ist einfach wichtig, dass wir über das Hören alarmiert werden, wenn etwas Bedrohliches passiert, um unseren Körper darauf einzustellen, wie wir reagieren sollen. Unten in dieser Folie sieht man, dass man ein Geräusch hört. Darauf reagiert wir. Erkenne ich das Geräusch? Kenne ich das Geräusch? Ich bewerte also das Geräusch, ob es jetzt ein gutes, ein positives oder ein negatives Geräusch ist. Und daraufhin reagiert unser Körper, reagiert mein System. Wenn man hier gleich auf den Tinnitus überträgt, dann kann ein Tinnitus als neuer Geräuschreiz die Aufmerksamkeit schon eines jeden fordern. Und wenn es etwas Ungewöhnliches ist, es muss auch nicht nur ein ganz neuer Tinnitus sein, sondern es kann auch sein, dass man ein Geräusch hatte, aber es hat sich verändert. Es ist plötzlich laut geworden, es hat das Geräusch verändert, es sind mehrere Geräusche gekommen oder es geht gar nicht mehr weg. Also sprich, die Aufmerksamkeit und die Gedanken werden darauf hingelenkt. Und je nachdem, wie meine Reaktion darauf kommt, reagiert auch mein Körper darauf. Wie das Hören jetzt dann weiter funktioniert, beschreibt Dr. Rack weiter. Genau. Sie wissen ja alle, wir hören mit dem Ohr. Und hier gibt es ja verschiedene Bereiche des Ohres, die verschiedene Funktionen haben. Wir haben einerseits die Ohrmuschel, die hier nur angeschnitten dargestellt ist, und den äußeren Gehörgang, das sogenannte äußeres Ohr, was den Schall, die Schallwellen in der Luft aufnimmt und an das Trommelfell weiterleitet. An das Trommelfell schließt sich nun das Mittelohr an. Im Mittelohr wird die Schallenergie von der Luftschall in einen Bewegungsschall umgeändert und über die Gehörknöchel hin, die hier abgebildet sind, den Hammer, den Amboss und den Steigbügel, an die Hörschnecke dahinter weitergeleitet. In der Hörschnecke, dem sogenannten Innenohr, wird das Signal nun gewandelt und an den Hörnerven weitergeleitet. Sicherlich haben Sie alle schon davon gehört, dass es in der Hörschnecke zu einer Wellenbewegung kommt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn man eine volle Wasserflasche hat, daran schnippt, kommt es darin zu einer Welle, die sich in diesem wassergefüllten Raum, dem Innenohr, fortleitet. Nun, Sie sehen hier eine kleine Ostseewelle abgebildet mit relativ wenig Energie und die reicht zum Hören noch nicht aus. Hierzu, um wirklich aus dieser kleinen Welle eine größere Welle zu machen, die dann auch genügend Energie zum Hören hat, sind die Haarzellen notwendig. Sie sehen hier schemenhaft auf der rechten Seite drei äußere Haarzellen und auf der linken Seite eine innere Haarzelle abgebildet. Und die äußeren Haarzellen sind ganz besondere Zellen des Körpers und wir haben davon auch nur ganz wenige. Wir haben nur ca. 5000 Haarzellen und diese könnte man nicht mal sehen, wenn die auf dem Finger wären. Nun, was haben die äußeren Haarzellen eine Funktion? Das sind ganz besondere Zellen, die sich nämlich selbstständig zusammenziehen können. Jede andere Zelle des Körpers braucht für eine Bewegung eine andere Zelle daneben, zum Beispiel die Muskelzellen oder die Herzmuskelzellen. Die Haarzellen des Innenohrs sind die einzelnen Zellen, die sich von selbstständig kontrahieren können. Ich habe hier auch ein kleines Video aus einem Labor aus den USA mitgebracht und hier wurde eine sogenannte Haarzelle isoliert und unten sehen Sie eine Pipettenspitze, es wurde elektrischer Strom auf diese Haarzelle gegeben und Sie sehen und hören nun, was nun passiert. Das ist aus, das ist lang. Der Ton ist aus. Nun sollte ein Lied kommen, aber Sie sehen hier schön, wie sich die Haarzelle kontrahiert automatisch. Man sieht hier sehr schön die Kontraktion der Haarzelle, die darauf geschieht, wenn in der Pipette dann einfach Strom auf diese Haarzelle gegeben wird.
Und durch diese Kontraktion machen diese äußeren Harzelle nun aus der kleinen Ostseewelle eine große Atlantikwelle, die dann genügend Energie zum Hören hat. Wie kommt es denn nun vom normalen Hören zu einer Hörstörung? Hier müssen wir nochmal die vier Harzellen genau betrachten. Wie ich erklärt habe, entsteht im Ohr eine große, starke Welle, die zum Hören notwendig ist. Und im Rahmen einer Hörstörung kommt es dann langsam zu einem Verlust der äußeren Haarzellen. Was passiert dadurch? Dann kommt es zu einem Verlust der Verstärkungsfunktion des Innenohres. Nun geht auch noch die innere Haarzelle zurück, wird aus der kleinen Ostseewelle, die gewisse Energie hat, ein flaches karibisches Meer ohne jegliche Energie, und es kann gar kein Schall mehr aufgenommen werden. So, wir haben jetzt eine kleine Ausführung über die Hörstörung gehabt. Jetzt fragen Sie sicherlich, was hat das jetzt mit meinem Tinnitus zu tun? Nun, das hat einfach die Bewandtnis, dass 80% der Fälle von Tinnitus tatsächlich auf eine Hörminderung zuzuschreiben sind. Deswegen wird auch im Verlauf noch einmal auf die Hörminderung weiter eingegangen, weil wirklich der Großteil von Betroffenen, die an einem Tinnitus leiden, tatsächlich auch eine Hörminderung haben, die von den Betroffenen weniger wahrgenommen werden können als den Tinnitus selber. So, und was ist jetzt ein Tinnitus eigentlich an sich? Wenn man einen Menschen fragt, kennst du einen Tinnitus, weißt du, was ein Tinnitus ist, dann werden die meisten antworten, das ist ein hohes Pfeifen. Das ist das Übliche, was unter dem Tinnitus verstanden wird. In der Fachwelt versteht man aber weitaus mehr. Also zum einen ist es eben keine Krankheit, sondern ein Symptom, was vorhin gesagt worden ist schon, bei dem der Betroffene Töne oder Geräusche wahrnimmt, die keiner erkennbaren äußeren Schallquelle zugeordnet werden können. Damit werden dann nicht nur Pfeifgeräusche, sondern auch Zischen, Brummen, Rauschen, Knacken oder Klopfen sind unterschiedlichste Geräusche, die berichtet werden, unter einem Tinnitus subsumiert. Damit man diese unterschiedlichen Qualitäten, die unterschiedlichen Arten von Tinnitus-Varianten irgendwie greifbar machen kann, sind in den letzten Jahren viele, viele Überlegungen gelaufen, wie man diese in Gruppen unterteilen kann. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, unter welchen man unter den Tinnitus einordnen kann, in Gruppen unterbringen kann. Es kann sich an der Nachweisbarkeit orientieren. Also ist es ein Geräusch, eine körpereigene physikalische Schallquelle im Ohr, das auch für andere wahrnehmbar ist, also das auch für andere zu hören irgendwie wird. Oder ist es tatsächlich ein Geräusch, und das ist wirklich die Mehrheit, eigentlich fast ausschließlich, ist es ein subjektiver Ton. Das heißt, es sind Geräusche, die keine körpereigenen oder externen Schallquellen besitzen und die wirklich nur von den Betroffenen wahrgenommen werden. Also man muss das dem glauben, und insofern hier auch nochmal dieser Bezug zum Schmerz. Schmerz kann nur der Betroffene selber fühlen. Es ist nicht in dem Sinne wirklich direkt messbar. Man kann Tinnitus auch nach der Dauer der Erscheinungen einteilen. Man unterteilt es in akutem, also ganz grob in akutem und im chronischen Tinnitus. In der akuten Phase, von der akuten Tinnitus spricht man, wenn es unter 3 Monate auftritt, und chronisch wird es dann bezeichnet, wenn der Tinnitus sich schon über 3 Monate bei den Betroffenen dargestellt ist. Unter anderem werden psychische Komorbiditäten oder Begleiterscheinungen mit gefragt oder mit gruppiert. Dazu zählt vor allen Dingen, wie gut kommt der Mensch damit zurecht, und hier auf der linken Spalte oder in der mittleren Spalte unterkompensiert. Also man hat den Ton, aber ich komme damit gut zurecht, hat darunter auch kein großes Leiden, und das Leben geht eigentlich ganz normal und ungestört weiter. Dann haben wir aber noch eine kleine Gruppe, Sie erinnern sich an die Torte mit den orangenen und den roten Feldern. Das sind Menschen, die leider mit diesem Geräusch nicht gut zurechtkommen, die dadurch auch psychische Probleme entwickeln. Nicht nur im Vorfeld vielleicht hatten, was man vielleicht denken könnte, sondern daraus auch eben psychische Schwierigkeiten entwickeln, die den Alltag mehr oder weniger beeinträchtigen. Als letzten Punkt kann man dann noch unterteilen, ist es kurzzeitig da, kommt es immer wieder da, oder ist es permanent, ununterbrochen immer da?
Zu den Ursachen außer der Hörminderungen gibt es, denken die meisten Patienten natürlich an, in erster Linie an eine Krankheit, wie gesagt. Und da, das muss man auch wirklich abgeklärt haben. Und welche körperlichen Ursachen da zu finden sind, das finden Sie hier auf der Folie. Und da ist natürlich der Dr. Rapp für zuständig. Ja, häufig, in den meisten Fällen, ist Tinnitus auf jeden Fall die Ursache einer Erkrankung des Ohres. Kann nach einer Mittelohrerkrankung, nach Innenohrerkrankungen, nach Trauma des Innenohrs, nach Lärmtraumata auftreten. Aber es gibt auch seltene Erkrankungen wie entzündliche, allergische, Autoimmun- oder Stoffwechselerkrankungen, die zu einem Tinnitus führen können. Aber auch zentrale Ursachen im Gehirn können zu einem Tinnitus führen. Und häufig wird auch durch Funktionsstörungen der Halswirbelsäule oder des Kauapparates der Tinnitus häufig verstärkt oder aufrechterhalten. Und das führt dann zu einer Zentralisierung des Tinnitus und einer Abkoppelung vom Innenohr. Und zwar wird dadurch dann im Gehirn sozusagen der Ton aufrechterhalten und das ganze Hörsystem entlang des autistischen Bahns verändert. Und es gibt auch Daten dazu, dass das Ganze sich wirklich in hohen Arealen, im limbischen, parietalen und frontalen Arealen, die mehr für die Wahrnehmung sind, aufrechterhalten wird. Hier nochmal anders dargestellt, im Ohrbereich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Sogar ein Ohrschmalztropf kann zu einem Ohrgeräusch führen. Wenn das äußere Ohr komplett verschlossen ist, nimmt man einen gewissen Ton wahr. Die meisten Störungen sind natürlich im Innenohr, aber es können auch weiter höhere Störungen im Hörnerv der Hörbahn auftreten. Ich habe Ihnen mal ein kurzes Modell gezeigt, wie man verstehen kann, wie eine Hörstörung, die von der Hörschnecke herkommt, zu einem Tinnitus führen kann. Man muss sich vorstellen, wir haben ja nicht nur eine innere Haarzelle, wie vorhin dargestellt, sondern wir haben ungefähr 1500 inneren Haarzellen. Und wenn die nun einen Ton wahrnehmen, feuern die ganze Zeit ein Signal zum Hirnstamm. Was passiert dann weiter? Der Hirnstamm also feuert dann oder gibt die Information über Nervenbahnen im Gehirn wirklich zum Gehirn weiter, wo dann der Ton wahrgenommen wird. Was passiert nun, wenn durch ein Trauma, durch eine Hörstörung, durch ein Akutereignis ein Bereich, jetzt hier exemplarisch eine Haarzelle, nicht mehr vorhanden ist? Die anderen Haarzellen geben ja das Tonsignal noch weiter. Es fehlt aber etwas in der Mitte. Und was macht nun das Hirnstamm und das Gehirn? Die bilden einen Pseudoton aus, der aber nicht nur, wenn man hört, sondern auch, wie hier dargestellt, danach weiterläuft. Und das ist ein einfaches Modell, was zeigt, wie Tinnitus entstehen kann, aber auch aufrechterhalten kann. Wobei hier gibt es auch ganz gute tierexperimentelle Daten, dass das wirklich auch stimmt. Es gibt, wie Frau Lied schon gesagt hat, verschiedene Arten von Tinnitus. Und wir haben das jetzt prima auch durch über den akuten und chronischen Tinnitus weiter aufgeteilt. Ein akuter Tinnitus, der, wie schon dargestellt, unter 3 Monate lang dauert, hat eine hohe Rate, dass es von allein wieder weggeht. Je nach 30-90% innerhalb von wenigen Tagen. Der chronische Tinnitus, wie von vorn dargestellt, liegt ungefähr bei 7-11% der Bevölkerung da. Und hierbei sind 27 persistierenden. Bei 40% tritt der Tinnitus nur gelegentlich auf. Und bei 33 wird er auch als komplett abgeklungen dargestellt. Nun, was führt denn nun dazu, dass von einem akuten Tinnitus, der auf ein Ereignis auftreten kann, es zu einer Chronifizierung, zu einem chronischen Tinnitus führt? Und warum leiden einige mehr und andere nicht? Ja, ich denke, dass vor lauter Zahlen Sie sich einfach nur merken können, also die Mehrheit von Tinnitus-Betroffenen, das sind zum einen Menschen, die gut damit leben können und auch hier in dieser Folie, in der vorherigen Folie hier auch gesehen, ist die Spontanheilungsrate, wenn man jetzt akut von einem Tinnitus betroffen ist, ja, die Varianz ist groß, aber doch recht gut gegeben und man kann da einfach erstmal abwarten. Das Problem besteht wirklich dann, wenn aus dem akuten Tinnitus, also unter 3 Monate, das Ganze nicht verschwindet, nicht weggeht und
die Menschen dadurch beunruhigt werden. Welche Faktoren sind dabei entscheidend, dass das jetzt bei dem einen so ist und bei dem anderen anders ist? Ganz wichtig und entscheidend ist, es ist nicht wie angenommen, wie die meisten vielleicht denken können, die Lautstärke des Ohrgeräusches. Also je lauter der Ton, desto schwieriger ist es, damit zurechtzukommen. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Es ist auch nicht die Art des Ohrgeräusches. Ist es ein Pfeifen oder ein Brummen oder Rauschen? Nein, auch das ist es nicht. Was ich auch wirklich aus Erfahrung mit den Tinnitus-Patienten sagen kann, es gibt wirklich Tinnitus-Betroffene, die hören einen sehr, sehr leisen Ton, kommen damit aber wirklich gar nicht zurecht. Und es gibt Betroffene, die haben einen sehr lauten Ton und sagen, oh, ja, nö, das ist kein Problem. Also das ist wirklich die Lautstärke, nicht das Problem, sondern das subjektive Erleben, wie sehr stört mich dieser Ton. Dieses Ganze, dieses subjektive Erleben, der ist dadurch dann auch nochmal oder hängt davon ab, inwieweit unsere inneren Hörfilter, das sind also Funktionssysteme in unserem Hörsystem, die unwichtige Töne und Geräusche unterdrücken. Ich hatte Ihnen ja eingangs berichtet, unser Hören ist ungeschützt. Wenn jedes Geräusch, das unser Ohr aufnehmen würde, wie Dr. Rack eben gezeigt hatte, so weit hochgeschossen werden würde, dass es jedem bewusst wird, da würden wir alle verrückt werden. Deswegen haben wir ein sehr tolles System, das nur wichtige Geräusche durchlässt. Und wir haben im gesunden Zustand gute Systeme, die wichtige und unwichtige Töne da unterscheidet. Also, wenn dieses System aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel durch organische Veränderung oder durch chronische Lärmeinwirkung, also Dauerüberlastung dieser Hörfilter und auch nach einer allgemeinen Überbelastung, wenn die aus dem Gleichgewicht kommt, kann es sein, dass diese Filtersysteme gestört sind und nicht mehr gut funktionieren. Dann sind, wie schon wahrscheinlich vermutet, psychische Konflikte können auch da eine Rolle spielen, inwieweit die Betroffenen mit dem Geräusch noch zurechtkommen oder nicht. Steckt man sowieso in einer krisenhaften Situation und hat kaum mehr Kraft, eigentlich seinen Alltag zu überwinden, und dann kommt noch dieser Ton noch dazu, der nicht weggeht, das verkraften dann einige Menschen nicht mehr ganz so gut und geht dann auch mit vegetativen Begleitsymptomen wie Schlaflosigkeit, Schlafstörungen mindestens, aber auch mit vegetativen Reaktionen wie Schwitzen, Herzklopfen, Druck im Kopf, Schwindel, Magenschmerzen einher. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich das, was uns alle unterscheidet, ist die uns mitgegebene Persönlichkeit oder Disposition, die wir mitbringen, von Natur aus angeboren, aber auch in unserem Lernsystem, wie haben wir in unserer Vergangenheit gelernt, mit Stress umzugehen. Also wie bewältigen wir herausfordernde Situationen? Da gibt es natürlich ungünstige Stressbewältigungssysteme. Und dann noch die soziale Unterstützung spielt da auch eine Rolle. Inwieweit habe ich Hilfe von außen mit meinen Problemen zurechtzukommen. Also das sind nochmal verschiedene Faktoren, in wie viel Energie hat also ein Tinnitus-Betroffener mit einem noch zusätzlich kommenden Problem, dem Tinnitus, zurechtzukommen. Das Ganze haben zwei namhafte Ärzte, Psychologen, Herr Hiller und Herr Göbel, in einem biopsychosozialen Modell der subjektiven Tinnitusbelastung zusammengefasst, hier als Beispiel nochmal modellhaft dargestellt. Also wir haben, meinetwegen als Auslöser, eine Schädigung des Hörnervs, haben wir ja jetzt sehr schön sehen können durch die Bilder von Herrn Rack. Das führt zu einem akuten Tinnitus. Die psychischen Faktoren oder eben die Umgebungsfaktoren, die ich eben gerade geschildert habe, die kommen noch zusätzlich zu diesem Ton hin darauf, dass aus diesem akuten Tinnitus die Bewältigung oder das Ignorieren schwerfällt und der Ton nicht weggeht und es dauerhaft da bleibt.
Aus dem chronischen Tinnitus, wenn es nicht mehr weggeht, was machen wir alle, wenn wir ein Problem haben? Wir richten unsere Aufmerksamkeit dahin, wir analysieren das, wann habe ich das, was kann ich dagegen machen, wann tritt es wie auf? Also die Konzentration führt auf den Ton, was aber tatsächlich in diesem Fall kontraproduktiv ist und ein sehr, sehr starker aufrechterhaltender Faktor ist, dass der Ton oder der Tinnitus nicht verschwindet. Hinzu kommen natürlich emotionale Reaktionen wie die Angst, dass man schlimm erkrankt ist oder dass der Tinnitus an sich eine schlimme Erkrankung ist. Und wenn man an Schlafmangel leidet, wissen wir alle, kommen noch andere Probleme hinzu wie Konzentrationsstörungen und schlechte Laune. Hier unten im Bild depressive Reaktionen, man zieht sich immer mehr zurück, weil man einfach eine dünne Haut hat, weil man nicht mehr belastbar ist, weil man einfach genervt ist. Andere schwierige Sachen, die viele Tinnitus-Patienten berichten, ist mit unserer normalen Herangehensweise ein Problem zu lösen. Das heißt, nach den Ursachen zu finden und alle möglichen Ärzte und Behandlungsversuche auszuprobieren, die man gehört hat. Das kann ja funktionieren, wenn diese Behandlungsversuche und Arztbesuche erfolglos bleiben. Unter dem Stichwort Negative Counseling, das heißt, man hat es versucht und man stellt mit jedem Versuch fest, es hat nichts gebracht. Kann man sich vorstellen, es wird wieder bestätigt, mein Tinnitus geht nicht weg. Zudem mit all den Faktoren kommen dann körperliche Reaktionen, Anspannungen der ganzen Muskularität, darunter Schulter, Nacken, Hals, Kiefergelenk. Bei Anspannung, wenn gerade dieser Bereich verspannt ist, haben eine indirekte Verbindung zu unserem Hörsystem auch, können noch dazu führen, dass das Ganze aufrecht erhalten wird. So entsteht ein Teufelskreis des Körpers und unserer Psyche, das den Tinnitus leider nicht so leicht mehr verschwinden lässt. Und das Ergebnis sind Menschen, die doch mehr oder weniger stark leiden. Hier sind ein paar Aussagen, die in meinen Beratungsgesprächen immer wieder vorkommen. Ich sterbe, habe ich zum Glück so jetzt nicht gehört, aber schon auch der Wunsch, wenn das so nicht weitergeht, ich weiß nicht wohin. Also je nachdem, wie ausgeprägt das Leiden ist, gibt es Behandlungsmethoden. Bevor wir behandeln können, muss man natürlich dann jetzt ganz ausführlich überhaupt diagnostizieren. Das, was der Betroffene selber versucht herauszufinden, was ist eigentlich mein Problem, was können wir machen, da sind wir Spezialisten eigentlich für da, jetzt nochmal ganz gezielt zu gucken nach den ursächlichen und den aufrechterhaltenden Faktoren. In den meisten Fällen kann man jedoch keine eindeutige Ursache finden, sondern es bleibt idiopathisch, wie man das so schön bezeichnet. Es ist eine Erscheinung, die selbstständig sich dann irgendwann verselbstständigt hat, wo man keine Einzelursache findet, sondern, wie man so schön sagt, multifaktoriell entstanden ist, dem man dann zugrunde geht. Die Diagnostik ist ganz wichtig, bevor man da weiterguckt. Das aber, die Frage, ist es jetzt etwas Schlimmes? Also die Sorge, dass man etwas Schlimmes hat, dass man da natürlich ganz klar medizinisch anfängt zu untersuchen. Ja, wie Frau Lee schon schön dargestellt hat, es sollte bei jedem neu aufgetretenen Ohrgeräusch einfach eine Untersuchung, eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Und da ist natürlich sehr wichtig, eine Anamnese durchzuführen. Wann ist das Ohrgeräusch aufgetreten? In welcher Situation? Wie hört es sich an? Dann, was wir durchführen, ist immer ein Hörtest, eine Audiometrie. Und hier ist einfach wichtig darzustellen, liegt zusätzlich noch eine Hörstörung vor, die auch behandlungsnotwendig ist. Rechts oben sehen Sie eine Untersuchung der otoakustischen Emissionen. Hier können wir wirklich messen, ob die Haarzellen, wie vorhin schon dargestellt, sich zusammenziehen. Und unten links ist auch noch eine sogenannte Hirnstammaudiometrie dargestellt. Hier wird die Weiterleitungsfähigkeit des Hörnervens getestet. Zusätzlich sollte natürlich auch eine Gleichgewichtsprüfung durchgeführt werden, da ja das Innenohr und das Gleichgewichtsorgan sehr eng miteinander verbunden sind und dass man hier nicht eine zusätzliche Gleichgewichtsstörung hat. Was sollte zusätzlich noch durchgeführt werden? Es sollte einmal in das Ohr hereingehört werden
um einfach einen objektiven Tinnitus darzustellen. Es gibt ganz seltene Fälle, dass es zum Beispiel Kontraktionen von Mittelohrmuskeln oder dass Verkalkungen der Halsschlagader in das Ohr weitergeleitet werden. Und es sollte auch die Halswirbelsäule und das Kiefergelenk untersucht werden oder wenigstens eruiert werden, ob dort Probleme vorliegen können, da, wie ja schon dargestellt, Erkrankungen dieser Bereiche den Tinnitus aufrechterhalten können. Auch eine neurologische Untersuchung ist wichtig, da ja der Tinnitus, wie dargestellt, im Gehirn aufrechterhalten wird und so auch dieser Bereich untersucht werden sollte. Was sollte unserer Meinung nach bei jedem neu aufgetretenen Tinnitus durchgeführt werden, und zwar eine Kernspintomographie des Schädels. Und hier ist uns sehr wichtig, dass der Hörnerv dargestellt wird. Rechts oben dargestellt kann man eine Hörschnecke sehen und hieraus der Hörnerv, der hier aus der Hörschnecke rausgeht. Und das ist sehr wichtig, ob nicht eine Erkrankung des Hörnervens da liegt. Und wenn diese da liegen würde, sollte auch noch eine Computertomographie des ganzen Ohres durchgeführt werden, um einfach hier sich den pathologischen Prozess noch genauer anzusehen. Zusätzlich im Einzelfall ist sinnvoll natürlich eine orthopädische Abklärung. Gegebenenfalls müsste auch hier eine Röntgenuntersuchung durchgeführt werden. Falls zahnärztliche Probleme vorliegen, muss das natürlich auch eruiert werden. Wir empfehlen generell eine Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße, um einfach hier relevante Verkalkungen, die zu Verringerung der Blutgeschwindigkeit und zu einem Geräusch führen könnten, auszuschließen. Gegebenenfalls ist noch eine Labordiagnostik und auch eine internistische bzw. kardiologische Untersuchung notwendig, vor allem wenn Risikofaktoren für kardiologische Erkrankungen vorliegen. Mir ist es hier aber doch wichtig, auch zu sagen an der Stelle, die medizinischen Untersuchungen sind insofern wichtig, dass da wirklich ernsthafte Erkrankungen, die den Tinnitus ausgelöst haben könnten, wie ein Acousticus neuronom zum Beispiel, die behandelbar ist und unbedingt zu behandeln ist, ausgeschlossen wird. Dann natürlich die audiometrischen Untersuchungen, weil, wie jetzt bekannt, die Hörminderung natürlich ein großer Ansatzpunkt ist, wie man da dem Tinnitus entgegenwirken kann. Es darf aber jetzt nicht die Vorstellung da sein, dass wenn man jetzt sagt, man hat was an der Halswirbelsäule oder am Kiefergelenk, die Erfahrung zeigt, dass auch wenn dort was gefunden wird, es nicht die einzige und der einzige Grund ist. Also man kann da natürlich mithelfen und mit unterstützen, die Allgemeinsituation zu erleichtern. Aber sich vorzustellen, wenn ich jetzt eine regelmäßige physiotherapeutische Behandlung habe, dann ist mein Tinnitus weg. Davor möchte ich warnen, weil das die Erfahrung gezeigt hat, dass das nicht unbedingt eintritt. So, noch weiter zur Diagnostik. Also wenn jetzt Patienten kommen, die jetzt unter einem chronifizierten Tinnitus leiden und mit ihrer Allgemeinsituation nicht zurechtkommen, da ist die psychologische Beratung dann die Anlaufstelle für mich. Und in meiner Untersuchung, in der psychologischen Untersuchung, da wird dann nicht nur jetzt das Hören und der Tinnitus an sich erfragt, sondern wirklich alles. Also ich, ja, also soziodemografische Daten, Familienstand, wie sieht das Leben aus, womit beschäftigt sich der Patient in seinem Leben, was sind belastende oder aber auch sogenannte Ressourcen im Leben. Sie erinnern sich an das Modell von Herrn Hiller und Herrn Göbel, da sind also viele Faktoren mitbeteiligt, die eben dazu führen, dass der Tinnitus nicht verarbeitet, kompensiert werden kann. Insofern werden wirklich viele, viele Informationen erfragt. Zudem wird ein standardisierter Test ausgegeben, den sogenannten Tinnitus-Fragebogen. Jetzt als Beispiel, es gibt noch mehrere, aber das ist eigentlich der gängigste, weil dieser Fragebogen, der erfasst eben die subjektive Belastung in 6 Kategorien und unterteilt sie dann in der Verrechnung dann in 4 schwere Grade von der subjektiven Belastung des Tinnitus. Denn daran orientiert sich dann auch letztendlich die Therapie. Inwieweit wird etwas oder ist was notwendig, um zur Therapie zu kommen? Hier ist nun mal ein Beispiel nochmal von dem Herrn Plinius, dem Älteren.
von dem wir vorhin was gehört haben, mit dem Tiniere. Er hat damals vorgeschlagen, ein Sud mit Rosenöl oder Honig und Granatapfelrinde ist auch gut für die Ohren. Tötet die kleinen Würmer in ihnen, beseitigt Schwerhörigkeit, unbestimmte Geräusche und Klingen. Aus diesen Zeiten sind wir natürlich heraus und haben wirklich jetzt ganz andere Ansätze, auch wenn der Markt teilweise sehr abstruse, würde ich mal fast sagen, Vorschläge macht, wie man einen Tinnitus behandeln könnte. Also jetzt hier noch einmal, es geht hier bei diesen Behandlungsansätzen grundsätzlich darum, wenn ein Tinnitus belastend ist, teilweise beängstigend ist, da suchen verzweifelt Menschen, was kann ich bitte machen? Vorsicht vor dem, was zu lesen, zu hören ist auf dem Markt. Es sind unterschiedlich seriöse Behandlungsmethoden da. Auch wir als Behandelnde müssen uns da durchgucken. Und damit wir nicht alle in so einem Urwald stehen, hat die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 2015 schon nach langen Forschungen gesagt, okay, wir brauchen ein evidenzbasiertes Therapiekonzept. Und anhand dieser werden wir jetzt auch die Therapie, Behandlungsmethoden, die auch eingesetzt werden, die wir auch als seriös eben behandeln und sehen und auch als wirksam sehen, werden wir jetzt im Folgenden vorstellen. Wir fangen an, es wird da unterteilt zum akuten Tinnitus, wie behandelt man einen akuten Tinnitus und wie behandelt man einen chronischen Tinnitus. Bei einem akuten Tinnitus sagt die Gesellschaft ganz klar, es hat eine hohe Spontanheilungsrate. Es ist nicht immer sofort was zu machen. Es reicht einfach abzuwarten und Ruhe zu bewahren. Das ist auch das, was viele Patienten tatsächlich ja bei ihren Arztbesuchen hören. Ruhen Sie sich aus. Wenn das nicht reicht, wurden hier auch andere Therapieverfahren nochmal untersucht. Also es wird die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden statistisch untersucht. Dazu gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Erstens Cortisonbehandlung, dann zweitens rheologische Therapie und Verbesserung des Blutflusses oder die sogenannte hyperbare Oxygenierung, antivirale Therapie. Um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, letztendlich wurde nur die Cortisonbehandlung als akuter Tinnitus beim akuten Tinnitusauftreten empfohlen, wobei auch hier gesagt werden muss, leider, es ist keine Garantie. Es ist eine Empfehlung da, es wird die Wirksamkeit gesehen, aber es ist leider nicht so, dass man sagen kann, es hilft immer oder in der Mehrzahl. Die anderen Vorschläge oder die anderen Therapieverfahren kann man ganz klar sagen, die haben wirklich keinen Effekt, ist gleich wie eine Placebo-Behandlung oder die Wirksamkeit ist da nicht bisher nachgewiesen. Spannender wird es jetzt bei den chronischen Tinnitus, also Tinnitus, der nicht weggeht, wo die Menschen verzweifelt sind. Hier orientiert sich, das hatte ich vorhin gesagt, mit dem Fragebogen, dass man die Behandlung an dem Schweregrad, also inwieweit ist der Tinnitus-Patient betroffen, wie sehr leidet dieser Mensch und kommt damit in seinem Leben zurecht oder nicht zurecht. Gleichzeitig die Komorbiditäten, also unter welchen anderen Problemen, Störungen leidet der Patient. Daran orientiert sich die Behandlung. Ziel ist, und das gehört fast mit dazu, ganz am Anfang, dass man da sagt, es ist nicht Ziel, den Ton wegzubekommen, also dass der Tinnitus verschwindet. Diese Vorstellung oder der Wunsch der verzweifelten Patienten, den kann ihn kein seriöser oder fachlich Mensch, der jetzt mit Tinnitus-Patienten arbeitet, wirklich versprechen. Also das ist nicht wegbekommen, das Ziel, sondern damit zurechtzukommen, Habituation, sich daran zu gewöhnen. Im Rahmen der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft sind verschiedene
Therapiemethoden vorgestellt, untersucht worden, die sogenannte Basistherapie, dann die Arzneimitteltherapie, welche Medikamente gibt es auf dem Markt oder welche Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel gibt es, könnten mir vielleicht helfen. Dann hier nochmal mit der Überschrift sonstige Therapieformen, geht es nachher ein bisschen ausführlicher, und letztendlich die psychologische kognitive Verhaltenstherapie wurden untersucht auf die Wirksamkeit. Die Beratung, das Counseling, die Basistherapie, die kommt dann zum Einsatz, wenn ein Mensch leicht betroffen ist. Hier geht es eigentlich wirklich nur darum, aufzuklären, wie ist der Tinnitus entstanden, wie sind die Zusammenhänge zwischen Hören, dem Tinnitus, den aufrechterhaltenden Faktoren, was kann dieser Patient mit seinem Leben, mit den Belastungsmomenten im Leben tun, damit er damit gut zurechtkommt. Dann wurde untersucht die Halswirbelsäulentherapie, hatte ich vorhin gesagt, also das alleine reicht wahrscheinlich nicht, ebenso die zahnärztliche Funktionstherapie, kieferorthopädische Therapie im Einzelfall sinnvoll, weil sie mit zusammenhängen, sie kann entlasten, aber als alleinige Therapie kann man das nicht empfehlen. Die Selbsthilfegruppe, die ist auf jeden Fall hilfreich, und für viele Menschen, die das schon mal miterlebt haben, sind, glaube ich, die besten Patienten oder die besten Menschen, die Verständnis dafür, diese Situation haben. Alleine als Therapiemaßnahme gibt es jetzt keine Studien dazu, dass das jetzt ausreichen sollte, aber in jedem Fall, wer sich dafür interessiert, auch in Würzburg, geben wir nachher die Kontaktdaten durch, ist es eine sehr gute Möglichkeit, sich dann noch mal weiterhin zu beraten. Das Thema Hören haben wir gehabt. Hier, wenn eine Hörminderung dabei ist oder eine starke Hörminderung, ist der Einsatz von Hörgeräten oder Cochlea-Implantat zu empfehlen. Andere hörtherapeutische Maßnahmen, das ist etwas, das haben vielleicht einige unter Ihnen schon gehört, sind Noiser oder Rauschgeneratoren. Sind die zu empfehlen? Klar, sie sind nicht zu empfehlen. Es gibt das hier nochmal als Einschub auch, also viele, viele therapeutische Maßnahmen, die jetzt aufgeführt sind, werden wir jetzt hier sehen, sind nicht nach dieser Leitlinie zu empfehlen, aber da muss ich sagen, so individuell diese Tinnitus-Betroffenen dazu sind, nicht alle sind nie erfolgreich. Da gehört einfach ein bisschen mit dazu, und das ist dann das persönliche Gespräch, in welchem Fall welche Maßnahmen doch sinnvoll sein könnten. Aber jetzt im nächsten nochmal zu den hörtherapeutischen Maßnahmen von Dr. Rack. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Möglichkeiten, die es mit Hörtherapie gibt oder Hörgerätetherapie, eingehen. Nun, welche Möglichkeiten haben wir denn? Ich habe Ihnen ja schon das gezeigt, dass im Rahmen eine Hörstörung ist einfach dieser Verlust dieser Verstärkungsfunktion des Innenohres kommt. Und hier ist es dann die einfache Möglichkeit, ein Hörgerät einzusetzen, um die Funktion der äußeren Haarzellen, also die Verstärkungsfunktion, wieder durchzuführen. Was gibt es denn zu Hörgeräten und Tinnitus? Es gibt gewisse Studien, die zeigen, dass der Tinnitus sich gebessert ist, aber es gibt auch einige Studien, die das Gegenteil zeigen. Es gibt also keinen Konsens für Hörgerätetherapie zur Tinnitus-Therapie. Ich werde oft gefragt, soll ich denn ein Hörgerät einsetzen bei meinem Tinnitus? Ich bin schon der Meinung, dass das was hilft, da man ja schlecht hören auch zu einer Stresssituation führen kann. Und wir haben ja gerade auch von Frau Lee gehört, dass stressige Situationen auch zu einer Verstärkung des Tinnitus führen können, sodass eine gute hörtherapeutische Lösung einfach auch den Stresslevel reduzieren kann. Und es berichten doch auch einige Patienten, dass, wenn sie wieder besser von außen hören, der Tinnitus nicht mehr so laut wahrgenommen wird. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man denkt auch, dass zum Beispiel durch gewisses wieder bessere Hören diese fehlende Haarzelle auch wieder irgendwie ausgeglichen werden kann, und dass zum Beispiel auch die zentrale Verstärkung, die ich Ihnen ja vorhin gezeigt habe, vielleicht durch ein externes besseres Hören wieder ermöglicht werden kann. Nun, was nützen wir denn, wenn auch die innere Haarzelle, die Aufnahmefunktion unseres Sinnesorganen zerstört worden ist? Dann können wir ein Cochlea-Implantat einsetzen. Nun,
Was ist ein Cochlea-Implantat? Hier möchte ich ganz kurz noch eine Animation zeigen, weil ich das doch sehr häufig gefragt werde, was denn ein Cochlea-Implantat ist. Hier sehen Sie ja nochmal ein schönes Bild einer Hörschnecke. Man sieht hier schön diese 2,5 Windungen. Das ist ein sogenanntes Corrosion Cast. Hier wurde eine Hörschnecke ausgegossen, dass man wirklich genau einen Negativabdruck davon hat. Das Besondere an unserer Hörschnecke ist, dass wir in verschiedenen Bereichen der Hörschnecke unterschiedlich hohe Töne hören. Unten im basalen oder im tiefen Bereich der Hörschnecke nehmen wir hohe Töne wahr. 16.000 Hertz ist ein sehr, sehr hoher Ton. Den können Ältere als 10-Jährige gar nicht mehr wahrnehmen. Tief in der Hörschnecke drinnen werden die tiefen Töne wahrgenommen. Grün dargestellt, 250 Hertz. Das ist fast schon, was man fühlen kann. Und es gibt nun die Möglichkeit, in diese Hörschnecke eine Elektrode mit verschiedenen Kontakten, hier schwarz dargestellt, einzuschieben. Wenn man das nun ganz eingeschoben hat, kann man hier in dem Bild sehen, dass es möglich ist, wirklich diese Elektrode bis hoch in die Hörschnecke vorzuschieben. Und legt man nun diesen Frequenzbalken drüber, sieht man, dass wenn man zum Beispiel den Kontakt auf der linken Seite stimuliert, der ungefähr den untersten Kontakt stimuliert, wird theoretisch ein Ton wahrgenommen in diesem Bereich, der 4 kHz hat, also einen mittelhohen Ton. Wenn man ganz oben in der Hörschnecke stimuliert, wird ein tiefer Ton wahrgenommen. Und hiermit kann man nun eine Tonhöhenunterscheidung erzeugen und darüber auch ein Verständnis. Aus was besteht denn nun ein Cochlea-Implantat? Ein Cochlea-Implantat besteht aus zwei Teilen, dem sogenannten Implantat, was in einer Routineoperation eingesetzt wird, und dem am Außen getragenen Sprachprozessor. Nun, was gibt es denn für Studien? Es gibt keine Studien, die Cochlea-Implantate eingesetzt haben bei Patienten, die normal gehört haben. Das wäre ethisch auch nicht vertretbar, da das normale Hören durch ein Cochlea-Implantat normalerweise nicht oder deutlich schlechter werden würde. Aber es gibt einige gute Daten, die zeigen, dass der Tinnitus sich bessern kann, wenn der auf der gleichen Seite ist von dem Implantat. Es gibt aber auch Daten, die zeigen, dass ein Cochlea-Implantat auch auf der Gegenseite helfen kann und dass ein Cochlea-Implantat auf einem Ohr sogar auf einer beidseitigen helfen kann. Das zeigt ja, dass der Effekt der Tinnitusreduktion durch das Cochlea-Implantat irgendwie im Gehirn ablaufen muss, da ja beide Seiten betroffen werden können. Wann kann denn ein Cochlea-Implantat eingesetzt werden? Wenn derjenige an einer hochgradigen Schwierigkeit oder einer Ertaubung leidet und ein gleichzeitiger Tinnitus ist sozusagen verstärkt sogar die Indikation. Also es gibt eine höhere Empfehlung, ein Cochlea-Implantat einzusetzen, wenn ein Tinnitus und eine Hörstörung zusammen vorliegt. So, jetzt kommen wir dann nochmal zurück zu den Leitlinien. Also vorhin in der Aufstellung waren ja, und da waren auch einige Fragen mit eingegangen, ob es Nahrungsergänzungsmittel gibt oder Arzneimittel. Da gibt es keine Empfehlung aus heutiger Sicht. Bis jetzt ist noch nichts entwickelt worden. Dann folgen hier noch einige Behandlungsmethoden. Was interessant ist, ist vielleicht die Musiktherapie, weil die Neuropsychologie und die Neurowissenschaft sich da sehr in den letzten Jahren sehr weit entwickelt hat, und da gibt es akustische Neuromodulation Programme, die da entwickelt worden sind. Auch hier gibt es schon vielversprechende Erfolge, aber insgesamt noch keine ausreichenden Studien, dass das wirklich alleine wirksam ist. Einige von Ihnen haben vielleicht von dem sogenannten Tinnitus Retraining Therapie gehört. Das ist im Prinzip ein Verfahren, das entwickelt worden ist aus einer Kombination von Hörtraining, frequenzmoduliertes Rauschen, also so ein Rauschgenerator dazugeben, dem Counseling, der Beratung und der Verhaltenstherapie. Es konnte aber festgestellt werden, oder in den Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass eigentlich alleine die Verhaltenstherapie der Wirkmechanismus ist, der geholfen hat. Also sprich, die anderen Hilfsmaßnahmen sind nicht unbedingt erforderlich. Bei einem chronischen, dekompensierten, also einem Tinnitus, den man nicht bewältigt kriegt, ist letztendlich die einzige Empfehlung laut dieser Leitlinie eine psychologische Psychotherapie. Die hilft Ihnen,
besser mit die Situation umzugehen? Welche Maßnahmen, also das wurde mehrfach bewiesen, dass das wirklich eine Effektivität hat, international auch. Welche Methoden werden da angewandt? Es geht dann zum einen um die Information, ganz, ganz wichtig, um die Entwicklung der Akzeptanz der Situation. Viele Menschen wollen ja diese neue Situation gar nicht haben und auch nicht annehmen und wollen es einfach nicht und wollen das Ganze einfach nur, dass es weg ist und jemand soll es wegnehmen oder ich mache alles, dass es nur weg ist. Diese Situation ist letztendlich schwierig. Und da jetzt eine Einsichtsfähigkeit aufzubauen, das gehört mit zu der Therapie, um das zu erreichen, wie man das schafft, diesen lauten, diesen nervigen Ton nicht mehr zu hören oder besser nicht mehr hinzuhören, werden Übungen zur Aufmerksamkeit oder Tipps gegeben, wie man seine Aufmerksamkeit anders hinlenken kann. Die Gedanken, die zu diesen Situationen entstehen, die dysfunktional sind, die vielleicht nicht falsch sind, aber die diese Situation nicht helfen, die werden analysiert, bearbeitet und überlegt, welche konstruktiven Gedanken man vielleicht stattdessen aufbauen kann. Dann sind einige Personen dann dabei, das hat einen sozialen Rückzug oder gewisse neue Gewohnheiten angelegt unter sogenannten Vermeidungs- oder Schonverhalten. Das muss dann natürlich auch wieder abgebaut werden, um eine Normalität im Leben wieder zurückzuführen. Insgesamt austangiert, eruiert, welche verfügbaren Strategien gibt es bei dem Patienten, das ist natürlich interindividuell sehr unterschiedlich, besser mit Stresssituationen umzugehen, das wird zusammen erarbeitet und aus dem Ganzen dann geguckt, wie man Rückfälle eventuell verhindern kann. Rückfälle nicht im Sinne von Tinnitus auftreten, sondern Rückfall im Sinne von, ich komme damit nicht mehr zurecht. Also hier ganz kurz zusammengefasst, sinnvoll ist die Basistherapie, wenn eine Schwerhörigkeit vorliegt, dass man diese durch Hörhilfen oder hörtherapeutische Maßnahmen mit unterstützt, aber nicht als alleinige Therapie unbedingt erfolgsversprechend. Aber eine starke Empfehlung besteht zu der psychologischen Arbeit, wie man mit einer kognitiven Verhaltenstherapie dieser Situation begegnet. Und da gehören, wenn jetzt andere Probleme mit dabei sind, wie eine Angststörung oder eine Depressionsstörung, dass diese dann auch medikamentös mit unterstützt wird. Wenn man das berücksichtigt, ist tatsächlich das Therapieziel, Kompensation in der Mehrzahl der Fälle zu erreichen. Fazit: Nicht irgendwelche passiven Medikamente, Operationen, Eingriffe, sondern hier ist die Arbeit an einem selbst gefragt. Das fängt dabei an, dass man seine Grundeinstellung verändert. Die Akzeptanz ist sehr wichtig. Hatte ich neulich erst einen Patienten, der gesagt hat, das war eigentlich der Schalter, damit bin ich jetzt zurechtgekommen. Er war wirklich sehr verzweifelt, aber als das dann akzeptiert wurde, der Ton geht nicht mehr weg und kein Widerstand mehr aufgebaut wurde, damit fing der Heilungsprozess an, im Rahmen dessen dann die Habituation, Aufmerksamkeitslenkung. Und je nachdem, wie betroffen jemand ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, von ambulanten Methoden bis hin zu stationären mehrwöchigen Aufenthalten in Fachkliniken. Ja, also unser gemeinsamer Vortrag zeigt hier noch einmal, dass die Behandlung von Tinnitus so komplex er ist, nicht damit getan ist, dass nur ein Arzt oder nur die Psychologie an dem Problem arbeitet, sondern dass man wirklich dieses Problem ganzheitlich betrachtet und gemeinsam kann man Erfolg haben. So, jetzt nochmal zur Hightech. Ja, am Ende habe ich noch etwas geschaut, was gibt es denn neue Möglichkeiten, die angedacht werden, um auch den Tinnitus zu behandeln. Sie werden im Internet viele Möglichkeiten finden, wie Tinnivel, das ist Musiktherapie, das sind alles Sachen, die aktuell auch im Rahmen von Studien untersucht werden. Es gibt Tinnituskissen, wo Einspielgeräte sind. Es gibt Eye Movement, Desensitizations. Und eigentlich am Ende möchte ich noch mal ganz kurz auf die Tinnitus-Apps eingehen.
Diese wurden entwickelt, da einfach diese kognitive Verhaltenstherapie, die Frau Lia schon berichtet hat, der Zugang zu so einer Therapie doch relativ schwierig ist. Es gibt relativ wenige Psychologen und Psychotherapeuten, die das auch anbieten. Deswegen sind diese Apps vielleicht ein guter Start in diesem Bereich auch. Und es ist sehr erfreulich, dass eigentlich die erste App in Deutschland, die wirklich auf Rezept von einem Arzt verschrieben werden kann, eine Tinnitus-App, die sogenannte Calmeda-App ist. Die ist in Zürich von Harnärzten und Psychologen wirklich anhand der Leitlinie entwickelt worden und ist wirklich als Medizinprodukt wie ein Implantat, wie anderes, wirklich zertifiziert. Das ist sehr schwer, das zu erreichen. Sie hat einen sehr hohen Standard im Bereich Datenschutz. Das ist natürlich bei einer App sehr wichtig. Und sie hat 5 Level mit 9 Etappen, wo einfach die wichtigen Punkte, die Frau Lia schon berichtet hat, berichtet werden. Sie baut auf der kognitiven Verhaltenstherapie auf und es ist sehr relativ einfach, sich diese App rezeptieren zu lassen. Und zwar, es muss auf einem Rezept nur die Diagnose chronischer Tinnitus stehen und dann kann der ein Hausarzt oder auch ein HNO-Arzt diese App rezeptieren. Er schreibt dann chronischen Tinnitus und Calmeda-App drauf. Sie müssen dann aber selber dieses Rezept bei der Krankenkasse einreichen und kriegen dann, nachdem die Krankenkasse das okay gegeben hat, einen Zugangscode und können das dann 3 Monate kostenlos nutzen. Und danach gibt es für verschiedene Krankenkassen aber auch gute Angebote, wo das dann mit geringen Kosten oder sogar kostenfrei weiterhin genutzt werden kann. Das nochmal kurze Ausblick sozusagen in die Zukunft oder die Zukunft, die jetzt schon möglich ist. Und unter calmeda.de finden Sie auch diesbezüglich alle News. Genau. Falls Interesse ist, die Literatur bieten wir auch noch an. Und nun möchten wir uns erstmal bedanken bei Ihnen für Ihr Gehör und stehen nun Fragen zur Verfügung.